Zwischen Unlust und Unlust gibt es keinen Unterschied, denn es gibt nichts, was unlustvoller als ein anderes Unlustvolles ist. Zwischen Unlust und Unlust gibt es keinen Unterschied, denn es gibt nichts, was unlustvoller als ein anderes Unlustvolles ist. Man sagt, wir seien individuell gestört. Du bist krank, sagt man, du hast zu nichts Lust, du bist unnormal. Man, der andere, die Gesellschaft ist normal, denkt man. Der Arzt sagt, die Funktionen deines Körpers sind nicht gestört. Dein Körper funktioniert so, wie wir es nach der Lehre vom Aufbau des menschlichen Körpers gesund nennen würden. Die Gesundheit ist das Maß für die Normalität beim Menschen, sagt der Arzt. Der Psychiater sagt, du bist normal, wenn du als Kind, Erwachsener, Vater, Mutter, Junggeselle, Verheirateter im Einklang mit deinem Status, deiner Arbeit, deinem Beruf lebst. Im Einklang mit der Umwelt leben ist nicht deine Sache allein, sondern auch die Sache der Umwelt, der Gesellschaft, in der du lebst. Zwischen dem normalen Funktionieren deiner Leber und Lungen, wenn du gesund bist, und denen eines gesunden Fabrikbesitzers dürfte kaum ein Unterschied sein. Deine psychische Situation ist von der des Fabrikbesitzers sicherlich verschieden. Der Psychiater muss den Einzelnen mit seinen Spannungen an die normale gesellschaftliche Situation anpassen. Er muss ihn in die Situation seines Status, seiner Nachbarschaft, seines Berufes rückgliedern. Wenn du in den verschiedenen sozialen Stufen nur Möglichkeiten zu geisttötenden, überflüssigen Arbeiten hast, musst du selbst geistlos und freudlos werden, um die Arbeit, die deine Existenz bedeutet, zu tun. Du gibst deine tatsächliche geistige Gesundheit fort für das Maß der Normalität der gesellschaftlichen Beziehungen, in denen du stehst. Du passt dich an. Wenn die gesellschaftlichen Beziehungen und Institutionen, das heißt, wenn die Struktur der Gesellschaft dir nicht die Nutzung zureichender materieller und intellektueller Mittel zur optimalen Entfaltung deiner Person gestattet, ist sie schlecht und krank und nicht du. Naja, vom Spiegel finde ich das erstmal ganz schön und dann ganz lustig. Und dann kann ich meine Augen sehen, weil wenn ich den Strich dann nicht habe, dann sehe ich die fast gar nicht mehr. Dadurch sind die viel größer. Rauschgifthändler, die da Käufe suchten, zum Teil waren es amerikanische GIs, die da Shit zu kaufen versuchten, da waren es Rocker aus, was weiß ich, aus irgendwelchen Trabantenstädten, die da hinkamen, weil da so allgemein bekannt war, dass man eben da auch ähnlich gesinnte Rockertruppen treffen konnte. Dann waren es so Kleinkriminelle, die da Partner für Brüche suchten. Dann waren es Lehrmädchen, Schülerinnen, Kommunarden und so überhaupt Freakouts. Na, ich habe vorher eigentlich sehr wenig gemacht, also einfach nur geraucht und in der Ecke gelegen und Musik, also alle Sachen nur konsumiert, irgendwie Comics konsumiert und irgendwelche Gedichte konsumiert und Bilder konsumiert und Musik konsumiert und so und Love.
werden es nicht mehr zulassen, dass sogar linke Frauen es noch nötig haben, ihren Liebeswert dadurch zu sichern, dass sie sich unreflektiert dem Kleiderkonsum unterwerfen, bürgerliches Konkurrenzverhalten fortsetzen und damit die Solidarität mit den Genossinnen erschweren.
denn hört? Ich bin der Einzige, der mit dem Mund hier rankommt. Und ich bin der Einzige, der... Ich bin wirklich der Einzige.